Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute packen wir mal gemeinsam das neue iPad Pro 12,9 Zoll aus. Das größte Upgrade, was das iPad jemals gesehen hat. Alles Zubehör habe ich auch noch hier, also verlieren wir gar nicht mehr Zeit. Auf geht's. So, man braucht gar kein Messer mehr, um das Ganze hier zu öffnen. Das hat Apple sogar noch einfacher gemacht, als es eh schon immer war. Das hier ist also das neue iPad, das vor allem ein neues Design bekommen hat. Viel dünnere Displayränder, es hat keinen Home-Button mehr und es kostet auch eine ganz schöne Menge. Doch wenn wir die Packung öffnen, sieht das Ganze auch schon ganz schön teuer aus. Also vielleicht ist es das Geld wert. Das finde ich natürlich erst im Review raus, deswegen ihr diesen Kanal hier unbedingt abonniert haben solltet. Aber ich lege das iPad erstmal zur Seite und was direkt auffällt ist, oh mein Gott, ist das dünn. 5,9 mm und die Akkulaufzeit ist genau dieselbe gute wie davor. Das ist wirklich super dünn, besonders wenn man bedenkt, was für eine extreme Kraft hier drin steckt. Stärker als 92% aller Computer auf dem Markt. Das ist eine Ansage für einen iPad, aber ich lege es mal zur Seite, denn der Verpackungsinhalt ist dieses Jahr tatsächlich um einiges spannender geworden. Und zwar nicht nur, weil wir hier ganz normalen Papierkram haben, sondern vor allem, weil jetzt ein neuartiges Ladegerät endlich eingeführt wurde. Und warum ist das interessant? Nun, vielleicht wird nächstes Jahr das iPhone auch den USB-C-Anschluss an der Unterseite haben und dementsprechend ein USB-C Fast Charge Netzteil. Pah, das ist ein Zungenbrecher. Denn es hat hier einfach nur noch USB-C und es lädt das iPad viel schneller auf. Und es heißt auch, wir haben hier ein USB-C auf USB-C Kabel, was großartige Neuigkeiten sind, denn das bedeutet, wie gesagt, das iPad hat USB-C und wahrscheinlich wird auch das nächste iPhone USB-C haben. Das sieht cool aus, das sieht wirklich, wirklich cool aus. Aber zurück zum iPad, denn das habe ich hier hingelegt. Ich kann es kaum sehen, so dünn wie das ist. Ich mache mal die Folie weg. Das ist, wie gesagt, die 12,9 Zoll Größe bedeutet, das ist eigentlich ein iPad, was ich immer als zu groß empfunden habe. Hier in wunderschönem Space Gray. Allerdings haben sie sich entschieden, die Displayränder dünner zu machen. Und dadurch ist das gesamte Gerät deutlich handlicher geworden. Und zum ersten Mal habe ich beim 12,9 Zoll iPad das Gefühl, dass ich es auch tatsächlich benutzen will. Und ich werde es direkt mal einschalten, denn wir haben hier dasselbe 120 Hertz Display. Wir haben hier dieselben vier Lautsprecher, was nicht ganz richtig ist, weil sie sogar noch besser klingen als davor, obwohl das Gerät dünner geworden ist. Und wir haben natürlich auch Face ID im iPad. Das Face ID funktioniert allerdings nicht wie beim iPhone nur im Hochformat, sondern eben auch in jeder Richtung, in der man es hält. Weil ein iPad, das dreht man nun mal beim Benutzen ein bisschen durch die Gegend. Und ich würde sagen, wir packen auch noch den neuen Apple Pencil aus, denn der hat auch ein paar Upgrades erhalten. Leider ist der alte nicht mehr funktionstüchtig mit dem neuen iPad und umgekehrt. Also den Apple Pencil hier kann man nicht mit den alten iPads benutzen. Aber wenn ich diese Packung hier aufkriege, das Coole ist, er lädt jetzt endlich nicht mehr so komisch wie davor, sondern magnetisch an der Seite vom iPad. Ich mache diese lächerliche Schutzfolie um diesen Stift mal weg und klippe es direkt an der Seite dran. Zack, da ist der Apple Pencil am iPad dran. Der fällt auch nicht, oder? Doch, er fällt runter, wenn man stark genug schüttelt, aber er hält wirklich wahnsinnig fest. Da muss man sich grundsätzlich eigentlich keine Sorgen machen. Und was habe ich noch? Denn es gibt noch mehr Zubehör. Einmal ein Klinke auf USB-C-Adapter, denn ein Kopfhöreranschluss hat leider nicht mehr in das Gerät gepasst, weil jetzt die Displayränder so dünn sind, dass der Kopfhöreranschluss wirklich nicht mehr physikalisch ins Gerät gepasst hat. Also hier gibt es so einen Adapter. Dann gibt es weiterhin so ein Smart Cover, nur dass es jetzt die Vorder- und Rückseite beschützt, nicht wie früher nur die Vorderseite. Und viel interessanter höchstwahrscheinlich das Keyboard Cover, denn damit kann man das iPad mehr oder weniger in einen Computer verwandeln. Allgemein werden jetzt richtige Pro-Sachen unterstützt, wie zum Beispiel Photoshop. Und ich glaube, jetzt brauche ich ein Messer. Also mit einem Zebra-Messer mache ich das Ganze jetzt mal hier auf, denn das ist auch ganz schön teuer. Aber wie beim Surface auch, empfiehlt es sich einfach, bei einem Gerät, mit dem man vielleicht wirklich einen Computer ersetzen will, auch eine richtige Tastatur am Start zu haben. Wobei das 12,9 Zoll iPad natürlich digital eine riesige Tastatur bietet. So, hier haben wir das Ganze. Auch das dient mehr oder weniger gleichzeitig als Hülle für das iPad, um das gesamte Ding zu schützen, was ja nun doch ziemlich teuer ist.
Für 1100 Euro bekommt man dieses Gerät, was ich hier habe. Oder aber man gibt ja viel mehr aus, um 1 Terabyte Speicher zu bekommen und eine LTE-Verbindung. Hier sieht man auch, es hat einen Connector, denn auf der Rückseite ist jetzt dieser Smart Connector. Man legt das einfach da rein. 102 Magnete halten das iPad in Position und dann zack, hat man so eine Art Laptop. Und das sieht aus wie ein Laptop. Ja, das ist es also, das neue iPad. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls es so war, lasst mir ein Like da und dann bis bald. Ciao.